Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, heute gibt es wieder ein Mystery Unboxing, diesmal aber von keinem Paket, sondern bloß ein Umschlag, der seltsamerweise als DHL-Päckchenversand versendet wurde, was ich nicht ganz verstehen kann, weil der Päckchenversand ist unversichert und als Brief wäre das auch unversichert und das kostet bloß mehr Geld. Ja, also man weiß nicht warum, aber es ist jetzt hier und es kommt von jemandem namens Tom. Ja, ich habe das Ganze wieder bei eBay gekauft. Es war diesmal nicht so ein Hardcore-Schnäppchen, sage ich mal. Aber ja, es ist etwas, was ich haben wollte. Und ja, das zeige ich euch jetzt und das möchte ich mir dann auf jeden Fall auch mal ansehen. Ja, wir machen das Ganze auf, indem wir diesen Umschlag hier jetzt öffnen. Ja, ich kann die Epicness schon in meinen Händen spüren. Das ist unglaublich. Und da leuchtet mich etwas Blaues an. Es ist nämlich ein PlayStation 4 Spiel namens Bloodborne. Ja, das ist ja jetzt gerade erst erschienen vor vielleicht ein, zwei Tagen, wenn überhaupt. Oder ja, also es ist noch sehr neu. Das Ganze kommt From Software. Und das Ganze ist ja so ein bisschen wie so Demon's Souls, Dark Souls und so weiter. Also sehr schwer, blutig und cool. Hoffe ich zumindest. Ja, ich kam ja mit Demon's Souls, bin ich irgendwie nicht so ganz warm geworden, aber irgendwie habe ich auch immer noch nicht so ganz das System begriffen. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt. Dark Souls habe ich noch nicht gespielt, das muss ich dann auch mal ausprobieren. Und jetzt haben wir hier Bloodborne. Ja, ich kann nur sagen, dass mich das Spiel von Anfang an schon interessiert hat. Weil als man so die ersten Trailer gesehen hat, da fand ich, sah das unglaublich gut aus von der Grafik und alles. Und eigentlich mag ich ja diese Art Spiele auf jeden Fall und hoffe, dass ich hier irgendwie ein bisschen eher zurechtkomme vielleicht. Mal schauen. Es soll auch wieder sehr schwer sein, habe ich schon gehört. Und bin gespannt, ob ich mich da denn durchmetzeln kann oder nicht. Das werde ich dann gleich sehen, denn ich werde es natürlich auch gleich mal zocken. Ja, was steht denn hier? Jage deine Albträume, ein einsamer Reisender, eine verfluchte Stadt, ein todbringendes Geheimnis, das alles verschlingt, mit dem es in Berührung kommt. Stelle dich deinen Ängsten und betritt die verfallene Stadt Yharnam, ein gottverlassener Ort, der von einer schrecklichen, alles verzerrenden Seuche heimgesucht wird. Durchforste ihre tiefen Schatten, kämpfe mit Klingen und Feuerwaffen um dein Leben und entdecke Geheimnisse, die dir das Blut gefrieren lassen. Aber dir vielleicht die Haut retten. Ja, dann haben hier so ein paar Zeitschriften gesagt, in Bloodborne ist nichts harmlos, der Tod lauert überall und Bloodborne hat mich optisch regelrecht umgehauen. Ja, das hat es mich ja auch, deswegen bin ich ja gespannt, ob das nun weiterhin auch so sein wird. Ich bin immer noch etwas überrascht, dass es ab 16 ist. Es ist jetzt nicht so brutal oder blutig, ich weiß es nicht, aber das sehe ich ja dann. Ja, ich bin echt gespannt, wie es dann so sein wird. Ich schaue mal rein. Da haben wir hier einmal die Steuerung von Bloodborne. Was ist das hier? Werbung, Sicherheitshinweise und so ein Scheiß, sage ich mal. So, das Ganze. Ich sehe gerade, hier gibt es noch ein Wendecover. Aber sieht das nicht gleich aus? Naja, nee, es ist, glaube ich, etwas düsterer. Ja, also es ist, glaube ich, andersrum, dass die Stadt außen ist und das Weiße innen. Aber ja, ich mag ja eh keine Wendecover, also ist mir das regelrecht egal. Dann werde ich mal diese Anleitungen hier wieder reinmachen und mir die CD ansehen. Die sieht genauso aus wie das Cover auch. Ja, CD ist top, also keine Probleme und bin ja echt gespannt. Gleich mal installieren und anmachen. Ja, Bloodborne. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr schon habt oder ähnliches. Würde mich freuen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich bezahlt habe, ich habe jetzt 55 bezahlt. Ist ja so fast der Standardpreis, sage ich mal, vielleicht nicht ganz. Das war auch mit Gratisversand, also habe ich vielleicht ein paar Euro gespart, als hätte ich es im Laden gekauft. Weil es ist ja jetzt natürlich nicht mehr neu, aber ich hätte es ja sowieso ausgepackt, deswegen passt das schon. Ja, mal schauen, wie es dann so ist. Vielleicht sage ich dazu mal was in einem Video oder in meinen Neuzugängen oder ähnliches. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, das war euer Bannermeister. Also bis dann.